So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Wir bekämpfen gerade, oder wir versuchen das Zeug an zu bekämpfen. Aber vielleicht müssen wir noch das Hintere locken. Dass er das Tor kaputt macht? Ja, du sag uns mal, was wir machen müssen. Das ist irgendwie nicht gewesen. Oder? Hä, hey, doch, das ist. Ah, gedrückt halten, okay, warte mal. Hast du das gesehen? Unmittelbar bevor es dich erwischt hat, hat in seinem Maul etwas aufgeleuchtet. Wow. Aua. Ouch! Still ouch. Still lot of ouch. Aber. Mann, ich bin doch geflüchtet! Also, es macht nicht so viel ouch, wie ich erwarte, aber trotzdem. Okay. Ja, beweg dich. Yes! Ouch. Weißt du, ich denke so, yes, Honeys! Und dann so irgendwie so, denkst du so, nein, irgendwie nicht so. Wow, ja, ich habe kurz nicht auf den Bildschirm geschaut, hat man es gemerkt? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Nice! Wie ladest du dich eigentlich wieder auf, Horse? Zu spät geflüchtet, würde ich sagen. Zum Glück stirbt mein Ross nicht, weil untötbar oder so. Nice! Ich bin froh, haben wir... ein Ross-Finisher. Aufschlitzen! Holy shit! Es regnet berechtigterweise Blut. Und ich habe noch einen Haufen Erfahrung bekommen. Was zum. Wieso ist das Ding wieder im Sand versunken? Gut gemacht. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf den Stygian. Beste und böseste von denen. Schön. Ich würde sagen, ich freue mich nicht. Da drüber. Okay, ich kann ihn da innen nicht benutzen. Wieso nicht? Wir gehen hier nicht weg ohne das Herz des Stygians. Halte weiter Ausschau. Mach ich ja. Muss ich hinter die Tür? Warte mal. Doch, doch, muss ich. Aber aus irgendeinem Grund wird mein Ross hinter die Tür. I don't know. So. Jetzt hast du mal an die Steuerung von dieser Waffe gewöhnen. Boom. Boom. So. Alter! Weißt du, wie langsam kann sich das Viech bitte schön drehen? Du kommst mir nichts nach, ist das klar? Und du auch nicht. In your face. So ist das gesehen. Ah, das ist das Ding. Wow. Das habe ich nicht erwartet.
Boom. Boom. Auch schön. Dass das Ding sogar kaputt geht, quasi, wenn ich es einfach reinschieße, finde ich noch krass. Dabei haben wir noch einen, den ich gerne killen will. Dort oben auch. Boom. Naja, ich meine, ich kill dich gerade. Von dem her, ja, ist alles. Und tot. Ey, der ist so schwach. Weißt du, ich kann besser mit seiner Waffe umgehen. Autsch. Als er. Ich habe nichts gesagt. Also ich meine, ich habe ihn immer noch gekillt, aber... trotzdem. Schwach. Wow. Wow, 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 wow. Okay, der ist tot. Holy shit, ich hab schon gedacht, der hat mir jetzt gerade die Decke drüber. Also ich meine, er hat mir fast eine Decke drüber, aber... noch mehr, als er es jetzt schon gemacht hat. Weil... ja. Ich habe es ja überlebt. Und... ja. Punkt. Die Kiste sind auch sehr stabil. Kommt noch mal irgendwas Böses? Ja, da kommt noch mehr Böses. Moment. Funk, Bom, Funk, Bom, Funk, Bom, Funk, Bom. Noch mehr. Bom. Und. Bom. Das ist fast so cool wie Landmine. Moment. Also, im Spiel. Nicht in echt. In echt sind Landmine ganz böse. Lönn das gesagt. Ha, du. Whatever. Ja. Du beherrschst deine Waffe fast gut. Autsch. Ja, okay. Das ist doch fies, wenn ich abgelenkt bin. So, jetzt 1 gegen 1. Oder 2 gegen 1 oder so. Was machst du eigentlich, außer du rumstehst? Naja, du musst offenbar. Du nimmst sicher nicht so einen scheiß Käfig auf. Haha! Okay. Sorry, dass ich gerade ein bisschen stiller gewesen bin. Ich habe mich darauf konzentriert, nicht zu sterben. Aber. Ey, die Waffe ist hure OP! Das ist ja unglaublich! Jetzt da hinten noch irgendwas Cooles? Das haben wir schon. Jetzt noch mehr von den Waffen. Nichts Cooles in Sicht. Nehmen wir die Waffe wieder auf, please. Dankeschön. Und watschelt vorwärts. Du stirbst. Und du auch. Und du auch. Und du auch. Ey, Mann. Vor allem ist es wirklich krass, wie du die Viecher wirklich aufspießt. Und ich meine, mein Schwert ist mittlerweile auch relativ OP. Eigentlich ist man in dem Spiel immer OP, aber das ist jetzt gerade übelst OP. Brauche ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da runter will. Sind die Ketten echt? Hey, die sind echt. Oh, das Zeug explodiert sogar von alleine, glaube ich. Tatsächlich.
Okay. Oh Mann, was? Ich habe einen Nahkampfangriff. Okay, das habe ich nicht gewusst. Komme ich da irgendwie. Muss ich da rauf? Nein, muss ich nicht. Ich komme nicht durch. Aber da muss ich potenziell rauf. Da komme ich auch ins Wasser. Will ich überhaupt rauf? Wahrscheinlich will ich ins Wasser nicht rauf. Oh mein Gott. Da geht es aber tief runter. In die Wüste, wohlgemerkt. Hallo, Tylee! Das hat lang gedauert. Bis es geladen hat. Okay, da komme ich nirgends durch. Tauchen wir mal auf. Da komme ich aber rauf. Und das war wieder ihre Art gewesen, ohne künstliche Barriere mich davon abzuhalten, meine Waffe mitzunehmen. Und das ist gutes Game Design. Weil es gibt viel zu viele Spiele, wo einfach so überall irgendwelche künstliche, unsichtbare Wände sind. Ja, I look at you, Call of Duty. Oder wo irgendwelche Spielmechaniken einbauen, aber die sind so krass, dass sie dann künstlich wieder bremsen müssen. Und zwar auf die offensichtlichste Weise. Und da ist einfach so, ja, du hast die OP-Waffe, aber du kannst halt mit der nicht schwimmen, also kannst sie nicht mitnehmen. Das finde ich cool. Muss ich zugeben, hat's gut gemacht. Und ja. Ich habe das Gefühl, das sieht sehr nach einem Fall aus, aber momentan noch nicht. Und vor allem, sie können halt auch nicht überall den einen Gegner mit dieser OP-Waffe einbauen. Weil sobald halt ich so eine besiege, habe ich die wieder. Das heißt, den werden wir auch nicht überall antreffen. Was natürlich einerseits schlecht ist, weil dann haben wir nicht überall die OP-Waffe. Andererseits gut, weil dann müssen wir nicht gegen so einen Typen kämpfen. Ja, ist halt gespalten. Hallo, Fulgrim. Du Kühlschrank, du. Bescheidener Händler, sag mal, was du so hast. Gegenstände, das sind Gegenstände, okay. Ja, Schnauze, please. Heimsuchung. Okay. Wenn sie Zornwand aktiv. Aha. Wenn sie Zornwand der Aktivzeit. Aha. Irgendwie hätten sie sich auch nicht können auf einen Begriff einigen, wenn aktiv während der Aktivzeit. Okay, Klingengeisier. Ich glaube, ich tue mal den Klingengeisier ein bisschen updaten, oder? Ich meine, ich brauche eh nichts von dem. Was könnte ich? Ich könnte das mal noch ein bisschen. Ein Aufschlitzangriff mit mehreren Treffern, ja, warum nicht? Orbit-Treffer. Warum nicht? Dämonenschneide, ja, warum nicht? Harpunenangriff, warum nicht? Alter! Schnauze! Kraftschlag, warum nicht? Schwerthaken. Teufelskreuz. Du war alles auf 3. Keine Schade. Und dann vielleicht noch ein bisschen was für Zensor oder so. Oder irgendwie auch nicht. Multiklinge. Das sind Gegenstände. Oder ist das, weil. Ist das jetzt, weil das Ding als Gegenstand zählt? Oder ist das ein Gegenstand, den ich irgendwie muss anlegen? Egal, nehmen wir mal. Klingenschleier. Okay. So, jetzt haben wir mal alle unsere. Unsere. Was sind das? Seelen? Ich glaube, es sind Seelen, ne? Unsere Seele aufgebraucht. Brauchen wir das? Nein. Momentan irgendwie nicht so. Hey. Aber ich glaube, unser Ross könnte man gebrauchen. Oh, hallo Stygian. Hallo. Typisch, wo man beschützt vor allem. Das sieht verdammt interessant aus.
Wie haben wir den gefangen? Okay, ich würde sagen, ich mache mal die noch fertig. Das ist also der Stygia. Anscheinend haben sie ihn ziemlich gut angebunden. Jetzt musst du da rein und zu Ende bringen, was sie begonnen haben. Was inne? In Stygia, oder was? Irgendwie nicht so. Bin ich kein Fan von, ne? Wirklich nicht. Ich mach jetzt schon mal die platt, weil ich wette, die machen mir irgendwann nochmal noch Ärger. Gut. Okay. Befreit er sich jetzt von allein? Autsch. Irgendwie schon, hä? Spürt er meine Anwesenheit, oder was? Okay. Dass er mit Stahlketten bedeckt ist, finde ich auch nicht wirklich cool. Aber naja. Ich frage mich immer, hat er wirklich so einen schwarzen Brustkorb oder ist das irgendwie ein Anzug oder so, den er drüber hat? Oh oh. Ich hätte gerne mein Rössli. Und bevor wir das Stygian bekämpfen, tut es mir leid, aber die Folge ist schon wieder fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben oder so. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Darksiders. Tschüss!